So, da sind wir, würde ich sagen. Bald werden Schwaden von Terrazin aufsteigen, meine Krieger. Bleibt wachsam. Ja, wir bleiben wachsam. Haha. Das passt gerade so was von perfekt. Wir können jetzt durch das Raumportal Phasengleiter heranwarpen. Sie sind ideal dafür geeignet, ihre bevorstehenden Schlachtfeinde abzufangen. Gute Arbeit, Phasenschmied. Die Gleiter werden uns von großem Nutzen sein. Okay, mal gucken, was das hier wird. Ich bin sowas von nicht auf der Höhe gerade, aber wir werden das schon hinkriegen. Vor allem sind wir gespannt, wie die Frames eingehen, wenn dieser komische Nebel schon wieder kommt. Mein Ziel ist es, alles heute ein bisschen schneller zu machen. Und da passiert's. Der Schleier zwischen dieser Welt und der Leere schwindet. Bald werden Amons Streitkräfte erscheinen. Die Leere. Es geht noch. Ich bitte die Lex einfach sowas von krass zu entschuldigen. Ich kann mir absolut nicht erklären, warum das hier bei diesem komischen Nebel ist, warum der die Framezahlen sowas von einbrechen lässt. Oh, ich sollte vielleicht die Phasenleitung ausgeführt. Kommt mal zurück, Jungs. Oh, ich habe ja noch diese komische Fähigkeit. Das muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Sammel mir mal bitte das Vespingas ein. Vielen Dank, Schnucki. Ja, da kommen sie wieder. Okay, währenddessen wir Einheiten bauen. Yeah, wir bauen Einheiten. Energie bei 100. Wir werden Rache üben. Ihr könnt sich mal hier. Dieser Krieger ist erwacht. Dieser Krieger ist erwacht. Geh mal gucken. Meine Klinge sehen sich. Komm mal lieber wieder zurück. Komm mal lieber zurück. Wir haben nie genug von euch und etwas. Oh, wir haben da noch ein Vespingas-Ding. Vor allem, was das viel wichtigere ist. Ich habe nicht genügend Einheiten. Nicht genügend Sonden, die irgendwas Geiles hier machen können. Oh, ich hab die Fresse gekriegt. Oh, Massteleportation. Oh, verdammt. Nee, das will ich nicht. Ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen, denn ich habe in letzter Zeit sowas von krass viel Multiplayer gespielt. Und da sind die Fähigkeiten natürlich ein kleines bisschen anders, die man hat. Ja. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Hier können wir auf Verstärkung anwarten. Weg mit dem Kreuzer. Dieser Krieger ist erwacht. Dieser Krieger ist erwacht. Nee, wir brauchen das hier. Bitte bau uns mal. Na komm, 4 Stück. Wohin, dann gehst du gleich wieder arbeiten. Die Wächter beschützen die Schreine. Bereitet ihnen einen langsamen und qualvollen Tod. Mein Volk kämpft ehrenhaft. Sogar wenn wir es in eurem Auftrag tun. Aber zunächst müssen wir unsere Verteidigung aufbauen. Ja, kann ich nicht zunächst anfangen. Kalibriere Linsen. Prismakern online. So soll es geschehen. Mach mal erst das fertig. Hopp, 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 hopp. Und dann die. Ja, genau, genau. Zerstör den Hybriden. Es ist mir gelungen, die Mutterschiffe der Tal'Darin in dieser Gegend zu scannen. Sie transportieren Solarit.
Ich glaube nicht, dass sich Alarak daran stören würde, wenn wir sie davon befreien. Nicht Ayus. Ich glaube nicht, dass sie das tun würden, ja. Angewiesen. Wir werden Rache. Mach den mal fertig. Volle Systemleistung. Machen wir mal das ganz kurz. Seid ihr gekommen, und dann machen wir den hier kaputt. Oh shit. Das ist natürlich ein bisschen schief gelaufen. Alle bitte den zerstören. Danke. 4, 5 mehr Phrasengleiter. Wir können da mal ganz geschickt hier boosten drauf. Oh, was steht ihr denn rum? Ich habe euch doch einen Auftrag gegeben. Ihr sollt doch den zerstören. Das wird nicht unser Ende sein, sondern ein neuer Anfang. Hier kommen wir nicht weiter. Okay, dann macht ihr das mal noch fertig kaputt, währenddessen wir... Was bauen wir denn? Wir haben 17 Einheiten, das passt alles ganz gut. Wir bauen mal noch Baumportale. 2 Stück erstmal. Dann bauen wir ein Zirkel Zwielicht. Oder? Heißt das jetzt so? Kybernetik-Kern. Ich glaube, das Zwielicht ist was anderes. Peradak-Kural. Ja, gehen wir da arbeiten. Oh, wir können uns hier nochmal verstecken und warpen. Denn ich habe die Mission ja schon gespielt, ne? Wie ich ja hoffentlich angekündigt habe vorher, dass ich die nochmal spielen musste. Weil mein Computer ein kleiner Lappen-PC ist. Was sich hoffentlich sehr bald ändern wird. Oh ja. Yeah. Darunter brauchen wir noch nicht gehen, denn wir haben bis auf die Palzer nichts, was in die Luft schießen kann. Peradak-Kural. Hier wird unsere erste Echse hinkommen. Könnt ihr es fühlen, Terazi? Wie schade, dass ihr mit Amons Streitkräften beschäftigt seid und nicht die Zeit habt, es zu genießen. So. Wenn ihr das fertig habt. Okay, na, dann macht das mal durch. 2 zurück, los Jungs. Im Namen der Rache. Leck, leck, leck. Mehr ein. Prismakern online. Du kannst mit zur 2. 2 kann hier hin. So, das mit zur 2. Die 2 hier hin. Die alle zur 1. Und dann können wir, da wir das ja fertig haben, uns mal hier sowas ranwarpen und auch sowas. Ja, brauchen wir nämlich immer. Und die aber krass. Macht ihr das? Ja, ihr macht das. Währenddessen wir gleich wieder was ranwarpen können. Phasenkristalle aufgeladen. Ihr passt hier. Oh, ihr könnt da gerne angreifen. Das, na, Opfer, das ist vielleicht nicht ganz okay. Aber kein Problem. Kein Problem. Peradak-Kural. Ich baue mir hier mal nicht so viele, sonst mache ich meine geile Minerei mit der Leer. Und hier ein bisschen forschen. Mit Team 2. Was ist das? Ihr seid auch Team 2. Phasenkristalle aufgeladen. Ihr seid alle Team 1. Wir begegnen dem Feind im Kampf.
Ja. Es passiert gerade so unendlich viel. Oh yeah. Mehr Hetze. Wir haben von nix genug. Ich bin hier in den Schatten. Da kommen wir gleich schon wieder. Kleinen Mongos, ja. Wappen uns hier schon nochmal wieder. Verteidigung ran. Sehr weise. Und euch hier alle hinstellen. Macht sie mal alle weg hier. Wegmachen, wegmachen. Heraku. Peradak Koral. Ich sollte natürlich nicht zu weit gehen, aber Stuff einsammeln. Prismakern. Ja, ja, ihr benötigt Unterstützung. Vielleicht sollte ich mir hier mal zwei von denen anwarten. Ich brauche jetzt mal noch so einen Scheißteil. Ja, ja, arbeite dran. So. Einer von euch Jungs, kann mal hier hochgehen, währenddessen eins und zwei hier oben hingehen. Erfahrt die Stärke der Auserwählten. Was kommt hier jetzt an, oder was? Schiffe der Taldarin nähern sich unserem Nexus, Hierarch. Hier kommt was. Holt sie vom Himmel! Inner kalt ist die Leere. Ihr müsst hier aufpassen. Ihr müsst aufpassen, damit sie das fertig machen. Während es Team 1 runtergeht. Macht sie kaputt. Voller Angriff. Erst auf das, macht das weg. Ja, wegmachen, wegmachen, wegmachen. Benötigen Unterstützung. Upgrade durchgeführt. Immer schön angreifen. Das aber scharf. Greif erst den Koloss an. Oh, renn doch nicht weg, Junge. Okay, dann halt erst. Vernichtung. Mal nicht gehen. Prismakern versagt. Benötigen Unterstützung. Underquarium. Ja, ja, ja. Jetzt das noch weg. Boah, wie schnell das abhängt. Wir haben ein Mutterschiff der Taldarim zerstört. Ausgezeichnet. Es bleibt nur noch eines. Ja. Volle Systemleistung. Stört die alle. Kas Arashar. So soll dessen es... ihr hier hingehen könnt und hier mal einfach durchgehen könnt. So, den packen wir zur 3 dazu. Prisma die 3 mit hierher. Und bauen. Gucken, was hier abgeht. Und dann ist das weg. Dann das kurz weg. Während wir auf... Oh, oh, die mal ganz kurz um. Die alle auf 4 liegen. Die liegen auf 5. Auf 5 ein paar Einheiten bauen. Ihr könnt mit zu Team 1 dazu. Team 1 hierher und durchmähen. Obwohl, ihr könnt hier hinter. Dann müssen wir hier noch so einen hinbauen. Team 2. Können wir mal runtergehen und gucken. Und gehen wir hoch und gucken. Ja, das läuft. Das habe ich noch nicht so gut drauf, muss ich sagen. Aber das ist nicht schön. Erst gehen weg. Peradak Koral. Alles so gut soll machen. Es geschehen. Bitte Vernichtung. Während wir weiter Einheiten bauen. Eure Macht ist größer als wir glauben. Greif mal erst das an.
Ihr könnt hier weiter durchmähen, Jungs. Schließt euch uns noch an, wenn ihr es für so berauschend haltet. Wie ihr wisst, muss ich meine Kraft für den Kampf gegen Malasch bewahren. Könnt ihr ein bisschen aufräumen? Wir nähern uns der Leere. Bringt eure Truppen in Stellung. Ja, hinter. Zwei. Prismakern versagt. Benötigen Unterstützung. Peradak Kural. Wisst ihr, was ganz schlecht ist? Wir müssen so mal ganz schnell zurück. So soll es geschehen. Immer schnell nach dem zerstören. Prismakern online. Andakur Herak. Obwohl, vielleicht sollte ich einfach zurückfahren. Ich bin das Herz. Die Hälfte von euch. Prismakern versagt. Verteidigt mal Unterstützung. Ja, los, Jungs. Hier steht zum Glück schon ein bisschen was. Oh. Oh, bin ich blöd. Energie bei 100%. Kass, bin ich blöd. Dem Feind im Kampf. Wir sind eins mit dem Wir werden Was ist hier unten? Holen wir uns mal schnell Team 1 mit ran. Könnt ihr nochmal so einen Pylon ranwarpen? Boah, es passiert gerade so unglaublich viel. Oh, die haben meine geilen. Oh, kaputt gemacht. Ja? Oh. Wir warpen und. Oh, stimmt, wir haben ja gerade keine Mineralien. Oh, Utlord töten. Utlord töten. Oh. Der Feind lässt unsere Feinde unsere. So geil, dass sie sich da aufbauen, ne? Dann mal mit hier hin, Jungs. Gib mir einen zu. Und hier drauf. Was ist Prismakern online. Okay, mal von euch hierher. Währenddessen wir aber jetzt einer im Ranwarpen. Ich bin das Herz. Wir gehen. Zwei Stück. Peradak Kural. Hammer, 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 hammer. Oh, haben wir gleich welche. Haben wir geil. Oh, vergessen zu forschen. Ne? Zu forschen, das kann ich noch wissen. Oh ja, hier kommt gar nichts mehr durch. Sognaku Afal. Und dann wieder vorbei. Wir werden Rache. Ihr seid Team 1. Der Nebel lichtet Ihr gehört sich. Mit zu Team 1. Ein idealer Zeitpunkt, Team meine Feinde zu töten. Geht hier oben hin. Peradak Kural. Ihr seid Team 2. Sprecht. Ihr auch. Und ihr. Wir bleiben. Und ihr. Team 2 geht hier hinter. Und räumt hier alles auf. Prismakern online. Okay, währenddessen wir hier fürchtet einfach mal noch. Tod. Fürchtet Armor. Feindliche Schiffe nehmen Kurs auf unseren Nexus. Ich Koda Anai. Muss die kurz abfangen gehen. Schnell. Oh shit. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Bündelt das Licht ein. Ja, bleibt ruhig stehen. Ist kein Problem, Jungs.
Was kommt da jetzt? Wir begegnen dem Feind im Kampf. Wir werden Rache nehmen. Team 1, bitte hierher. Alles niedermetzeln. Oh, ist hier noch was. Shit. 3, 4. Ich bin hier in den Schatten. Andakur Herak. Mit zu Team 1. Ich muss das hier oben nicht wegmachen, ne? Scheiß drauf. Ich bin die Stimme. Du könntest einfach hier hingehen. Sonst würden wir ihn nicht unterstützen. Blablabla. Was für ein glorreicher Tod. Ihr werdet es nicht bereuen, mich unterstützt Metzelt zu haben. Metzelt das einfach nieder. Ich hoffe nur, dass das stimmt. Oh doch, das wären wir 100%. So soll es geschehen. Müssen wir durch? Prismakern versagt. Benötigen Unterstützung. Natürlich alles auf dem Weg wegmetzeln. Upgrade durchgeführt. Und Team 2 können wir auch hin. Den wegmachen, jawohl. Kommen wir hier drüber? Ne, hier lang. Oh, schafft man das noch? Ah, das dürfen wir wohl hinkriegen. Das dürfen wir wohl schaffen. Einfach durch. Einfach durch. Jungs, was macht ihr denn? Angreifen. Haha. Der dunkle Gott wird euch zerstören. Ich bin seiner Lügen überdrüssig. Euer Ritual ist abgeschlossen. Was jetzt? Nun, sie waren nicht Teil des Rituals. Aber diese Verräter hätten Malasch dabei unterstützt. Und es war mein Wunsch, dass sie sterben. Jetzt ist die Zeit gekommen. Hochlord, hört mich an. Ich rufe das Rakshir aus. Stellt euch mir, wie es unsere Gesetze vorschreiben, oder sterbt als Feigling. Unser Kampf wird bei Tagesanbruch beginnen. Ihr sollt eure Herausforderung bekommen. Bin mal gespannt, wie unsere nächste Mission denn aussieht. Okay, ja. Ist ja nur jetzt die Mission nochmal quasi, weil es halt hammermäßig geleckt hat. Jetzt beim zweiten Mal Spiel war es nicht mehr so krass zumindest. Deswegen, aber ich habe die Mission ja schon einmal, ich habe das Solarit komplett abgesammelt, ja, und ich habe jetzt quasi nur noch den dritten Erfolg habe ich jetzt noch geholt quasi und sonst hat sich ja nichts geändert. Also die Mission ist jetzt natürlich jetzt quasi beim zweiten Mal nicht mehr so ganz spannend, vor allem für mich. Bin ja jetzt eher durchgerusht, aber ich hoffe, es war dennoch okay. Und ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, gleich kommt noch eine Zwischensequenz. Und bis dann, danke fürs Zusehen und tschüss! Lasst euch eins gesagt sein. Die Templer sind keine Waffe, über die ihr nach Belieben verfügen könnt. Wir sind nicht hier, um unter falschem Vorwand eure Feinde zu töten. Täuscht ihr mich ein weiteres Mal, so hat unsere Allianz ein Ende. Ihr habt Malaschs Wächter nicht umsonst getötet. Sobald der Hochlord tot ist, wird niemand meine Herrschaft in Frage stellen.
Nach all diesen Jahren ist der Sieg endlich greifbar. Ich spüre seine Sorge, Artanis. Er weiß, dass ich komme. Malash? Nein, Amon. Durch den Hauch der Schöpfung kann ich hinter den Schleier sehen. Oh ja, ich spüre seine Wut. Er weiß, dass ich ihn nicht mehr fürchte. Dass die Tal'Darim keine Garde haben, die er kontrollieren könnte. Ich werde die Auserwählten gegen ihn wenden. Wähnt euch nicht schon siegreich, Alarak. Lasst nicht zu, dass das Terrazin euren Verstand vernebelt. Ihr müsst diesen Kampf gewinnen. Der Kampf ist bereits gewonnen. Im Geiste versetzte ich ihm auf 1000 verschiedene Arten den Todesstoß. Ich habe gelernt, dass die eigene Vermessenheit der beste Verbündete des Feindes ist. Spielt Malash nicht in die Hände. Niederlagen sind euch wohl bekannt.